Am Dienstag wurde das neue Ludomobil eingeweiht. Auf 4 Rädern bringt es künftig Spiel und Spaß für Kinder zu Jugendhäusern, Familienzentren und vielen weiteren Orten. Projektleiterin Marta Mazanek stellte das elektrisch betriebene Fahrzeug gestern vor. An der Grundschule am Eisbach konnten Kinder verschiedene Fahrgestelle und Balancescheiben ausprobieren. Neben Angeboten, die die Motorik und Bewegungslust fördern, bietet das Ludomobil aber noch mehr. Junge Künstlerinnen und Künstler können mit einer riesen Farbschleuder ihr Talent entfalten. Kreativität kann beim Basteln ausgelebt werden. Das neue Spielangebot ist kostenlos und richtet sich an alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Weitere Informationen finden Sie auf der unten eingeblendeten Homepage.